Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Road to War 2 mit Sparta. Und ja, wir haben hier schon einiges gemacht. Also jetzt bin ich hier oben unterwegs. Werde die und die noch einnehmen, die beiden Städte, und dann wieder hier runter. Und dann ist der Norn auch mehr oder weniger befriedet. Dann hier baue ich eine weitere Armee für Armenien, die jetzt dachten, mit zwei krassen Armeen mit jeweils, ich glaube, fünf oder zwischen 5 und 10 Einheiten hatten sie, wollten sie angreifen. Und naja. Ja, hier unten werde ich jetzt auch bald wieder ja, die Vormachtstellung haben. Also hier baue ich eine fette Flotte für Ebessus. Und hier, ja, das werden wir dann die nächste Runde angreifen. Das können wir eigentlich jetzt schon machen, aber ich will eigentlich noch mindestens eine Runde warten. So, und dann hier bunkern wir uns ein und dann die nächste Runde. So, ich muss noch die zwei, diese Agenten sind echt, da braucht man ein sehr dickes Fell, sag ich mal so. Weil die Agenten sind richtig, richtig nervig. Vor allem gegen die Agenten kann man sich eigentlich mehr oder weniger... Gold, das großzügig gegeben. Ja, na gut. Das... Also dieses... vor Agenten kann man sich eigentlich nur bedingt gut schützen. Also, man kann zwar... Ich überbringe euch die Nachricht, dass mein Herr den Krieg zu beenden wünscht. Diesen Wunsch wird er an keinem anderen Tag hegen. Ja, nee, du bist jetzt platt. Du warst schon mein Klientel und hast mir jetzt... Also, hast mit mir gebrochen. Also... musst du die Suppe jetzt auslöffeln. Und nur weil... er hat halt mich letzte Runde... also das Klientelkönigtum quasi gebrochen und ja, mich zweimal angegriffen und zweimal habe ich ihn besiegt und jetzt will er wieder Frieden, so. Wow. Einstein. Oh, und die schon wieder, ne? Und der hat sich jetzt schon wieder neue Einheiten geholt. Ja. Aber das können wir auch schaffen. Auch wenn ich gerade nicht weiß, warum hier die fast tot sind. Oder, naja, fast tot, also. Beschädigt, sag ich mal. Wo sind meine Schiffchen? Hier sind meine Schiffchen. Ich werde mich wieder genau gleich aufstellen wie... Boah. Ach, ich glaube, ich weiß wieder, warum die beschädigt waren, weil ich glaube, hier hat er letzte Runde das auch probiert, hier anzugreifen. Und hat ein bisschen versagt. Ja, dieses Mal tat er sich besser auf, glaube ich. Wieso nimmt er eigentlich Nebel? Das ist für ihn sogar schlechter als für mich. Also ich habe zwar 4 Einheiten Fernkämpfer, aber er hat... Okay, er hat nur eine Einheit. Okay, okay, alles klar. So, der macht es dieses Mal aber besser als letztes Mal, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Doppelte Geschwindigkeit! Schnelles Marschieren! Bereit zum Einsatz! Schnelles Marschieren! Steinschleuderer! Geschossinfanterie! Schnell vorrücken! Ja, die Sperre können werfen. Jugendliche, verstanden? Wer Infanterie bereit? So, hier hat er natürlich keine Chance, aber hier hat er eine Chance. Wobei sieht doch nicht danach aus. Die sind eigentlich ganz, ganz gut dabei. Ich glaube, ich brauche eine neue Maus. Die, also wenn ich die ganze Zeit die linke Maustaste halte oder halte, dann passiert es total oft in letzter Zeit, dass sie eben einfach loslässt. Also das ist ein bisschen blöd. Die Jugendlichen gehen mal hier hin. Gehen mal dahin. Wir dürfen Pfeil weiter werfen, ne? So, ich versuche dann hier den einzusperren. Also meine Hoffnung ist natürlich, dass er jetzt auch da reingeht. Aber mal schauen. Unser General wird angegriffen. Ja, aber deren auch. Bisschen schneller. Ist ja alles ganz easy jetzt. Ist tot. So. Ja, der flutscht durch. Aber zu dem falschen flutscht dadurch. Ah, kann der Vorsprung. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Fertig? Fertig? Sehr schön. Ja, war jetzt nicht so schwer.
Aber vielleicht habe ich ihn dieses Mal getötet. Eigentlich hätte ich ja noch da bleiben müssen. Und weiter töten müssen. Aber ja. Er ist jetzt tot. Endlich. Finally. Natürlicher Tod, Spionen. Achso, da, okay. Das ist jetzt nicht so tragisch. Weil da war sie eh nur zur Spionage. Da. So, Fehlleitung bitte. Nein! Du hättest ihn töten müssen. So, er sagt 66. Uiuiui. Ist der so krass da? Ja, der hat gute Einheiten, das stimmt. Aber ich kann es trotzdem schaffen. Also klar, er sagt, dass ich das schaffe. Ah, er kommt raus. Er kommt raus. Interessant. Ja, macht in seinem Fall macht das schon Sinn. Auf jeden Fall. Nebel, nein. Trocken, ja. Oh, sehr schön. Es ist Abend und Alter, wie viele Pikniere habe ich denn? So. So, schnell auf den Berg rauf. Die werden mal scouten. Schauen, wo der sich versteckt. Ja, da kommt schon mal. Oh, warte. Okay, die sind jetzt fertig. Das ist schon mal gut. Wie der immer die Hopliten-Einheiten angreifen will. Oder angreift. Das ist so komisch. Der versucht jetzt meine rechte Flanke zu pushen, zu anzugreifen. Das ist natürlich jetzt blöd, dass der hier. Oha, was ist das? Ich werde auf jeden Fall versuchen, hier ein bisschen die Einheiten zu, also die Fernkämpfer zu drücken. Was macht ihr denn gerade hier? Das macht gerade überhaupt sehr semi-Sinn, was ihr da gerade macht. Schnell
Ja, das war, naja, ich würde fast sagen, selber schuld hier. Ihr Idioten. Ach, das ist immer so schade. Die Männer wanken. Ja, du und du und du, verpisst euch. Was macht ihr da? Was macht ihr da? Ich habe euch nicht gesagt, dass ihr da weggehen sollt. So. Ja. Die Kavallerie ist jetzt tot, würde ich sagen. Und die wird nicht mehr. Die wird nicht mehr gewinnen. Greift ihre Positionen an! Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Deswegen gehe ich jetzt hier auf den Gegner drauf. Also auf den Gegner drauf, also deswegen greife ich hier seine Fernkämpfer jetzt an. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Genau, die Kavallerie ist futsch. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Gut, gut, gut. Sollen wir schauen. Ob die das schaffen? Boah. Puh. Ja. Gut. Glorreicher Sieg, Verluste 460. Ja, also die Kavallerie war sehr gut, aber es ist halt, wie gesagt, nur Bürgerkavallerie. Das ist halt das große Problem dabei. Aber sie haben gewonnen. Aber sie haben gewonnen. Sie haben überlebt, meine ich. Warte, nee, ich mache hier landwirtschaftliche Stadt.
Das mache ich hier weg. Du kannst weiter nach Quart gehen. Hier ist ja noch jemand. Dann gehe ich mal wieder hier hin. Und und hier an der Brücke werde ich mal auf ihn warten. Vielleicht passiert irgendwas. So. Das werde ich jetzt noch. Die werde ich jetzt noch holen und dann werde ich mit der letzten Mauer Karthago angreifen. Also die Stadt. So, du nimmst mal die ein. Vielen Dank. Oh, plündern. Wollte ich eigentlich gar nicht. Egal. Ja, ich habe ja eh Geld. So. Okay. Der baut eine neue Armee auf, aber das soll mir egal sein. Beziehungsweise ist mir egal. So, ich glaube. Ups. So, 162 Nahrung haben wir jetzt schon. So. Jetzt ist die Frage, wohin jetzt noch? Also ich würde sagen, wir genau hier hin, dahin. Dahin, 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 oder darüber. Und hier gehen wir jetzt dann dahin, dahin. Na, dahin, dahin, dahin. Hier oben. Ja, machen wir einfach den Schlenker. Hier, das sind unsere Verbündeten. Den Schlenker, den Schlenker. Und dann holen wir uns Saba und Party, würde ich sagen. Und natürlich Armenien. Die haben uns ja gründlich verarscht hier. Gut. Aber das passiert dann in der nächsten Folge. Es passiert so viel gerade. Vor allen Dingen, was lustig ist, wir sind ja gerade in der Runde oder in der Folge, keine Ahnung, 70 würde ich mal schätzen. Und mit den anderen Kampagnen habe ich sau viel länger gebraucht, um so groß zu werden. Das ist schon sehr interessant. Nachtgefecht. Die letzte Mauer bekommt auch was. Aber du nicht. Du nicht, mein Freund. Baubericht. Quartiersmeister, Chefsbau. Neue Partei gegründet. Weg versperrt, Siedlung erobert. Siedlung geplündert. So, Jünger von Ares und Dynastie der Eurypontiden. Was? Ja, machen wir mal Loyalität sichern und hier auch nochmal. So, Charaktere. Ich kann irgendjemand in die Schule schicken. Sogar zwei kann ich in die Schule schicken. Das ist natürlich super. So. Du bist 70. Du bist 46. 65. Du bist 62 und du kannst heiraten. 26. Entschuldigung. Und wieder so ein Zahlendreher. So, super. Und dann kann ich hier noch einen Spion bauen. Wohlstand brauche ich nicht. Ja, das ist gut. So Chance, feindliche Genten auszuweichen. Dann machen wir das da. Warte, ich habe jetzt die falsche, oder? Ja, natürlich. Ach. Gut. Bevor es anfängt. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Oh Mann, die
die werden die ganze Zeit befördert und so weiter. Naja, okay, ja, vielleicht, ich warte einfach, bis irgendwas passiert ist. Und dann, gut. Dann, vielen Dank fürs Zuschauen, wie gesagt, und bis zum nächsten Mal. Und schaut gerne beim Stream vorbei, montags und donnerstags. Donnerstags ist immer bisschen, also Rome to the War ist eigentlich immer da. Nur gerade bin ich im Urlaub und produziere gerade vor. Und genau, aber normalerweise könnt ihr gerne vorbeischauen. Bis dahin, macht's gut, bye bye.